Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. So, und wir sind immer noch dabei, ein bisschen Zink zu finden. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich werde hier bestimmt kein Zink finden, ey. Kann ich irgendwie scannen? Die Viecher sind echt komisch. Und da sind die großen Muttertiere. Was haben wir denn da? Boing. Was haben wir denn hier? Also ich habe irgendwie gerade die Waffe ein bisschen, glaube ich, verändert. Blitzwerfer. Bergbau. Okay, ich habe außerdem, glaube ich, die Waffe ein bisschen zu einem Blitzwerfer umgewandelt. So, jetzt habe ich hier wieder meinen normalen... Ich kann dich nicht aufheben. Ach Mann, ich brauche noch Zink. Platin. Ich würde gerne mit dem Raumschiff erkunden. Ah, da ist Zink. Oder? Ah, du bist Zink. Hervorragend. Super. Und dann kann ich jetzt echt das Raumschiff reparieren. Technologie repariert. So. Alter. Inventar voll. Na super. Mein Inventar ist voll, auch noch. Übertragen. So. Tamium. Reisemeilenstein entdeckt. Ui. Und wir haben das Raumschiff repariert. Fantastisch. Platin sammle ich auch noch ein. Und jetzt können wir auch mit dem Raumschiff endlich ein bisschen herumdüsen. Juhu. Da freue ich mich ja schon. Dann rennen wir mal eben schnell dahin. Oder fliegen wir dorthin. Raumschiff, ich komme! Wir haben dich repariert. Jawohl. Dann können wir doch das Impulsantrieb mit Tamium aufladen. Yay! Zum Starten. Jawohl. Reisemeilenstein entdeckt. Erreicht. Was haben wir hier? Stopp, 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 stopp! Stopp, zurück! Hallo! Will ich noch eine Bruchhandlung hinterlassen? So.
So, hier war irgendwas, da war's. Genau. Das wollte ich entdecken. Aventödland. Dann passt ja das, den Namen, den wir ihm gegeben haben. Commonwealth sehr, sehr gut. Speichern wir mal zur Sicherheit. Jawohl. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Gegam. Ah, jawohl. Super. Jetzt kann auch diesen ganzen Planet mal erkunden. Irgendwie sieht mein Raumschiff halt schon ein bisschen öde aus. Upsala. Nee, ich heute wieder rein. So, wir wollten doch noch irgendwo hinfliegen, ne? Wo war das jetzt? Da war das, ne? Da wollte ich hin. Lalalala. Hierhin wollte ich, ne? Genau. Ey, stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Hallo? Also... Das zu wenden ist ein bisschen schwierig. Wow. Wow. Das war das Observatorium. Ich wollte aber landen. Da. Welche Taste war das nochmal eh, ne? Aha, ja. Ich wollte eigentlich daneben landen, aber egal. Imao Flachland. So, wer wohnt denn hier? Haben wir hier? Neue Technologie entdeckt. Nachladebeschleuniger Sigma. Offenbar wohnt hier keiner mehr. Das. Oh. Signal Scanner online. Planetare Ortssignale antworten. Wellenlänge für Unterschlupf, Markierungsaufstellung online. Kennung für lokale Übertragungsstation online. Signal für. Okay. Monolith, koloniale Ausbrüstung, Übertragung, Unterschlupf. Übertragung. Hm. Ach, dafür sind die Überbrückungsschips gedacht. Ich verstehe. Und er speichert automatisch. Jetzt verstehe ich. Okay. Hä? Was war das? Ab rein da. Ach Mensch, ich vertue mich immer mit der Taste. So, nochmal. Ach Gott. Raumschiff, Startschubdüse, aufladen. So.
Fliegen wir mal zu diesem Unterschlupf hin. Ja, dort sein soll. Hallo, nein, 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 nein. Oh, hallo? Danke. Wahnsinn, das ist eine große... Wahnsinn, das ist eine große... Basis hier. So. Solus Moas. Na komm. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hallo? Jemand da? Ich muss auch kurz meine Lebenserhaltung wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. So. Wie komme ich denn da rein? Ah, hier ist ein Eingang. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Hallo? Ist hier jemand? Ein Signal von einem weit entfernten Ort im Weltraum flackert über dem Bildschirm. Meine Finger schweben über den Terminal und weit den Code für den Preis. Bleibt es uns sonst. Ich gebe mal einfach mal das hier ein. Bitte mal weit entfernten Ort des Möchten gezeigt. Okay. Ach da! Eine Ruine. Mit Reichweitenerhöhung Sigma. Ah. Wenn's da, wo ist denn der Ausgang? Ah, hier. Das Terminal kann ich nicht zugreifen. Lalalala. Dann machen wir uns nochmal einen Überbrückungschip. Mist, mir fehlt Eisen dafür. Komm mal her, Eisen. So, Eisen. Produkt hergestellt. Zack. Wellenlänge, Monolith, koloniale Außenposten. Koloniale Außenposten. Fabrik entdeckt. Oh. Das ist ja auch interessant. Hier ist auch keiner mehr, ne? Strahlungsschutz stabilisiert sich.
Plasmawerfer. Okay. Ah, interessant. Wenn ich rausgehe, schließt sich ein Fenster und öffnet sich eins, sobald ich reingehe. Ich glaube, das werden wir mit dem Raumschiff erkunden. Renn schneller. Oh, was ist das denn? Ah, Raumschiff rufen. Ach, soll das gehen? Cool. Wir haben eine Fabrik und eine Ruine. Wir fliegen mal dorthin. Nein, ich will noch nicht den Weltraum verlassen. Wir müssen ein bisschen den Planeten erkunden hier. Ich bin direkt schon wieder daneben gelandet. Suspect. Wir haben Suspect entdeckt. Da der Planet so radioaktiv ist, nehme ich mal stark an, dass hier ein Unglück passiert ist. Mist. Da komme ich nicht rein. Kommt ja nicht rein. Aber ich kann speichern. $5000 zurückgelegt, was auch das U auch immer bedeutet. Also hier lässt sich hier keiner rein, offenbar. Der wehrt sich doch nicht mehr dagegen. So. So, hier war jetzt irgendwo eine Ruine, ne? Geht doch viel schneller. Soweit reicht der Laser auch wieder nicht. Hier ist also irgendwo eine Ruine. Jetzt bin ich mitten in einem Krater gelandet. Wollte ich auch nicht. Ach. Technologie aufgeladen. So. Moment mal, das sollte ich auch mal aufladen. Aber ich habe kein Tamio mehr. Bin ich jetzt richtig gelandet? Ah, da oben. Hui.
Warnung gelernt. Korvax-Wort. Was bist du denn? Die alte Markierung sammelt in einer Frequenz, die dich tief in meines Innersten gräbt und mit den Stimmen des Korvax-Echos erfüllt. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten, die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit der Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Mein Wissen über die Korvax-Konvergenz 6. Ah. Noch ein Wissensstein. Konvergenz. Was? Nö. Hier ist gar nichts. Ich glaube, die kleinen Drohnen gehören zu mir, oder? Und da ist auch noch eine Station. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum hier so viel zu entdecken gibt. Und... Ach du Schande. Oh. Oh. Nicht schlecht. Hab's geschafft. Snates Außenposten. Ein Gargraf, Energiekanister. Isotope. Hallo, ist hier jemand drin? Oh, hallo. Blitzwerfermagazin. Erste Hilfe schon interagieren. Okay. Ja, was ist das denn? Eine Waffe. Nicht schlecht, aber ich kann sie nicht. Oh, ich kann sie aber nicht haben. Schade. Wow, kann ich auch machen. Ich dachte, ich könnte mich jetzt hinsetzen. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass jemand noch jemand hier lebt. Was? Priester-Entität Hupkin. Wie, kann ich mit ihm interagieren? Was? Oh, ich hab mehr. Was bist du eigentlich? Das Terminal des galaktischen Marktes. Okay. Gegenstände vom Handelsnetzwerk kaufen. Ach du schon da. Oh. Wenn ich Gag-Amulette finde, dann sind die, Ach du Schande. Ich kann ja sehr schnell Geld verdienen. Geldamulette. Ich würde ganz schön viel Geld dafür bekommen, ne? Ein Gas, das von Valkyrenkriegern eingeatmet wird, um die Lungenkapazität am Kurs zu erhöhen. Was ist das? Kriegsscheiß. Viele Ferienzähne der Galaxie erhalten ein Verbot. Warum nicht? Sein bisschen sein. Taschengeld aufbessern, ja? Was haben wir noch? Plutonium brauche ich selber.
Was ist denn die am besten gehandelte Ware hier? Das sind diese Amulette, glaube ich, ne? Raumschiff Inventar. Aluminium. Alter, Aluminium. Immenses nützliches geschmeidiges viel. Alter. Ach, hier habe ich auch noch ein Amulett. Komm, verkaufen wir. Soll ich das Aluminium verkaufen? Ich weiß es nicht. Wie komme ich jetzt wieder raus? Vom Gegenstände vom Handelsnetzwerk kaufen. Was kann ich denn kaufen? Mal gucken. Energieregel, Energiekanister, ein stabiles Plasma. Karitsplatte. Iridium. Suspension. Ah! Eine Suspensionsflüssigkeit, die wir, glaube ich, brauchen. Ich möchte aber gerne wissen, wie ich einen Hyperantrieb bekomme. Wie komme ich an den Hyperantrieb an? Das will ich gerne wissen. Eine Warpzelle, Antimaterie, Tamium 9 und Antimaterie. Hm. Ach, dafür brauche ich die Suspensionsflüssigkeit. Ah, Moment mal. Antimaterie. Ah, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das herbekommen soll. Müssen wir ein bisschen noch mehr, glaube ich, mehr farmen. Plutonium. Hallo, wer ist hier drin? Strahlungsschutz stabilisiert sich. Hier scheint keiner zu sein. Ich baue einfach meine Zimmerpflanze ab. Neue Technologie entdeckt. Strahlkühlmittelsystem. Ja, wir fliegen gleich ins Weltall. Da ist noch eine Basis. Gott. 18 Milliarden Sterne, das werden extrem viel sein. Hallo? Kann ich hier ran? Prallgranaten. Auch eine neue Technologie. Plutonium. Gewinnerstation. Gewinner. Der sterile und funktionelle Aufbau des Observatoriums deutet darauf hin, dass das ein ehemaliger Aufseher elektronischen Ursprungs gewesen sein könnte. Dem jahrzehntelang altes Signal nach zu urteilen, das auf dem Bildschirm leuchtet, hat die Identität diesen Ort vor langer Zeit verlassen. Vielleicht kann ich die Herkunft des Signals ermitteln, wenn ich den Code entschlüssel. Ich gebe jetzt einfach mal den hier ein. Gerade eben konnte ich einmal. Ne, gerade zweimal konnte ich mehrmals drücken. Schade. Jetzt ist es mir versagt, hier nochmal reinzugehen. Na komm, dann besuchen wir jetzt mal den Weltall. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.